The Secret Channel. Ruhe! Es geht los jetzt. Mir war schon früh klar, dass ich im sozialen Bereich arbeiten will. Mir war es immer wichtig, Menschen zu helfen. Gerade Menschen, die alleine nicht klarkommen. Die es selber nicht mehr schaffen, ihren Alltag zu bewältigen. Diese Menschen sind ja wirklich gehandicapt. Sie sehen nichts, hören sehr schlecht. Sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Hände zu benutzen, also sich zum Beispiel selber ihren Weg zu bahnen mit einem Blindenstock. Das sind wirklich ganz arme, eingeschränkte Menschen. Die Bundesregierung hat 2016 ungefähr 20.000 Blindenhunde mehr ausbilden lassen, um den Bedarf dieser Menschen mit abzudecken. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Also die Anzahl dieser Menschen, die bedürftig sind, der liegt um ein Zehnfaches höher. Und die Dunkelziffer ist sehr hoch. Das Tragische ist, die meisten der Betroffenen sind auch noch sehr jung. Die haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Aber sie haben gar nicht die Chance, die Blüte ihres Lebens überhaupt wahrzunehmen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr mit ansehen. Ich habe dann irgendwann diesen Verein gegründet. Wir sind ein Verein von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die helfen, den Betroffenen ein sicheres und funktionierendes Leben zu ermöglichen. Wir hatten vor 3 Jahren schon mal eine YouTube-Reportage über unseren Verein. Danach haben sich die Anfragen verdreifacht. Man sieht, der Bedarf ist da. Aber die Leute müssen eben erst mal mitbekommen, dass es uns überhaupt gibt. Da ist schon einer. Ich fürchte, heute gibt es viel zu tun, da sind noch mehr. Ende. Like and subscribe.